Ein schönes Hallo, sage ich euch. Und ja, heute sind wir wieder mal draußen im Wald. Ja, und hier sehen wir, ich mache nicht immer nur Stecklinge, sondern ich sammle auch Samen. Und diese Samen, was wir hier sammeln können, die liegen jetzt recht gut am Schnee oben. Es war jetzt ein Sturm, hat es von den Bäumen runtergeweht. Und wie man hier sehen kann, zum Beispiel liegt ein wunderschöner Ahornsamen. Sind da recht viele, weil hier steht eine Ahorn. Die hat heuer recht viel Samen oben gehabt und der Wind hat es jetzt halt vertrieben. Aber es sind auch Hainbuchensamen. Linde habe ich gesehen, Esche. Ja, eine bunte Mischung und wahrscheinlich auch werden wir auch ein bisschen Fichtensamen sammeln. Und ja, einen wunderschönen Gruß. Ein bisschen kalt, minus 7 Grad, aber ja, perfektes Wetter. Okay, dann bis später. Ich zeige euch das dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Gut, tschüss dabei. Ja, grüß euch, da sind wir wieder. Und was konnte ich sammeln? Ja, wo ich jetzt nicht so viel gefunden habe, aber das ist auch nicht die extrem beste Gegend dafür. Da gibt es noch eine andere, da wird es aber noch ein Folgevideo geben. Und zwar, da hängen sie noch am Baum, das ist die Esche. Das ist der Samen von der Esche. Kann man sehen. Die sind auch richtig traubenförmig oben, also so richtig ein Busch. Und Eschen sind auch wunderbare Bäume und sind jetzt recht betroffen vom Eschentriebsterben, deswegen sollten wir recht viele davon setzen. Ja, ich weiß, nicht für jeden ist es ein Thema, dass man jetzt Baumsamen aussät, aber man muss rechnen, wenn wir sie gezielt pflanzen, dann wird auch garantiert etwas daraus und wenn das die Natur übernimmt, der Wind und so weiter, dann fällt es irgendwo hin, wo es nicht keimen kann. Ja. Wenn wir das aber ein wenig in die Erde reinstecken oder wenn es dauert, kleine Grüppchen machen, reinlegen, ein bisschen Erde drauf, dann wird das zu 98% wachsen, ja. Solange der Samen halt in Ordnung ist, ja. Ja, daneben haben wir Ahornsamen. Das sind diese Propeller, die was so super toll fliegen. Die hat der Sturm jetzt alle runtergerissen und die habe ich aus dem Schnee rausgepickt. Speziell die Ahorn benötigt eine Frostphase, das heißt jetzt der Schnee und die tiefen Temperaturen, das war recht gut. Und zwar ohne das können die gar nicht auskeimen. Ja. Die brauchen diese Phase, damit sie überhaupt keimen können. Ja. Und eine Ahorn ist auch ein wunderschönes Holz, wenn man da Ahornholz aufschneidet, das ist ja wirklich ein Traum und ja, von denen, ich habe recht viel gesammelt, wenn man da so nebenhin schaut, eine ganze Menge. Ja. Und ich werde noch mehr davon sammeln, natürlich. Ich schätze so, von denen werde ich etwa 100, 120 Samen setzen auf lichte Stellen im eigenen Waldgebiet. Man kann natürlich jetzt nicht hingehen und einfach das auf die Wiese schmeißen von irgendeinem Bauern. Es wäre nicht produktiv, wenn in der Wiese dann Bäume wachsen. Aber vielleicht kennt ihr ja Waldstücke, wo nicht so dichter Bewuchs ist. Oder ihr fragt eigentlich den Eigentümer, ob ihr ein paar Samen ansetzen könnt. Oder ihr möchtet im Garten zum Beispiel Linden ansetzen. Linden, wunderbare Bäume. Jetzt habe ich nur wenige Samen davon gefunden, denn die liegen eher unter dem Schnee. Die haben nämlich schon vor dem Schnee abgeworfen, aber einige an gewissen Stellen kann man noch sammeln. Und hier kann man auch sehen, gibt es ein gutes Beispiel für eine in Ordnung Saatgut und hier diese, die sind kaputt. Verdorrt oder geschimmelt oder was auch immer, ja. Und von denen, da habe ich einige. Aber man sieht, da sind auch nur mehr zwei oben. Normalerweise sind drei, vier, bis zu fünf oder sechs auf einen oben. Ja, und Linden sind wunderbare Bäume. Ich brauche sie ja auch für Tee, Lindenblütentee. Ein wahnsinnig guter, wenn man verkühlt ist. Und
Wer Bienen hat, der weiß doch, den Lindenhonig, der ist doch richtig super gut. Linden mit Kastanie gemischt, ein Traumhonig, ja. So, was ich recht häufig gefunden habe, das ist hier die Hainbuche. Und zwar habe ich eine gefunden, wo wirklich noch die Äste so oben gehängen, also wirklich so oben hängen, ja. Beim Transport sind die Samen schon rausgefallen jetzt. Also, da kann man sehen, diese kleinen Samen, naja, klein, sie sind recht groß eigentlich. Und auch die Hainbuche, ein wunderschöner Baum. Ein Hartholz, auch super gut zum Heizen, wird aber auch in der Möbelindustrie hin und wieder verwendet. Und ja, es ist so, die Vielfalt macht den Wald ja aus. Ja. Monokulturen sind immer schlecht und ein guter Mischwald ist wirklich eine tolle, tolle, tolle Geschichte. Ja. Von denen habe ich jetzt, glaube ich, genug Samen. Also das sind weit über 100 Stück. Ja. Wie werde ich die Samen behandeln? Naja, ich werde sie jetzt nicht im Haus lassen, sondern ich werde sie in einem Sackerl mit ein wenig Sand, nassen Sand, einfach draußen lassen. Und falls jetzt Tauwetter kommen sollte und der Schnee abtaut, dann bringe ich sie gleich raus, beziehungsweise im Frühjahr. Ja. Dort kann man dann, wenn der Schnee weg ist, auch schon Eicheln noch suchen. Die werden auch schon ausgekeimt sein, aber es kann ja sein, dass die mitten im Weg wachsen, also unproduktiv dort sie stehen zu lassen, weil dort können sie nicht stehen. Ja. Und was wir noch haben, das sind Fichtensamen. Die sind recht klein, also wirklich klein. Allerdings ist eine recht große Masse in diesen Zapfen drinnen. Ja. Die sind jetzt noch ein wenig nass und harzig und die kleben da am Rand. Bei jeder Lage hier sind rundherum so 6 bis 8 Samen drinnen, also die lasse ich noch trocknen. Wenn sie abgetrocknet sind, dann gehen sie auch auf und dann kann man die Samen ganz einfach so rausbeuteln. Und ja, ist recht angenehm und gut. Was wir hier noch haben, sind Lärchensamen. Die sind aber schon etwas älter. Ob da noch Saatgut drinnen ist, was funktioniert oder nicht, das müsste ich mir noch anschauen. Dazu öffnen wir mal eins. Ja. Die sind schon zu alt. Da muss ich schauen, ob ich nicht neuere finde. Aber ich habe sie nur mitgenommen, dass man sehen kann einmal. Ja. Das ist ein Fichtenzapfen. Den habe ich auch schon auseinandergerissen. Also. Ist normalerweise recht viel größer. Ja, da habe ich halt diese paar Samen hier herausgeholt, diese zwei. Ja, und das sind jetzt diese Baumarten, die ich heute gefunden habe. Von der Esche werde ich noch viel, viel mehr holen, dann wahrscheinlich auch noch von der Ahorn noch mehr. Und weil es so einfach verfügbar ist auf Brusthöhe, weil der Ast so weit runterhängt, werde ich auch von den Hainbuchen noch viel, viel mehr sammeln. Wir haben ja insgesamt 12 Hektar, wo ich das aussehen kann. Also recht heftig und genug. Ja, die Lindensamen natürlich sind eher Waldrandbewohner und ihr herrlicher Duft im Juni, wenn sie blühen. Einfach ein Traum. Ja. Gut. Und wie schon gesagt, wie ich mit den Samen verfahre, die habe ich heute einfach aus dem Schnee geholt. Und die liegen jetzt wunderbar schön auf. Die Linde, meistens unter Bäumen, wo kein Schnee liegt, kann man die noch finden. Wenn der Schnee weggeht, werden wir auch mehr finden. Diese liegen jetzt direkt am Schnee. Die hat der letzte Sturm runtergerissen, sind auch am Baum umgehangen. Sie in Greifhöhe. Leider, jetzt hat ein Sturm die alle runtergeholt. Ja, und bei der Hainbuche hatte ich das Glück, dass dieser Baum am Waldrand steht und total geschützt an einem Hang unten. Und das sind wirklich so richtige große Äste. Also die sind von oben bis unten voll mit diesen Samen. Ja. Normalerweise sieht man das ja nicht, weil bei alten Bäumen ist das ziemlich weit oben. Ja. Und wie gesagt, es macht ja auch Spaß, wenn man weiß, dass man hat Bäume gesetzt. Und wir wissen ja,
Bäume sind super, super wichtig. Sie machen ja auch unsere Luft, ja. Und wer dann Gegenteil behauptet, dass Bäume keine Luft machen. Ja, und nachdem jeder die Möglichkeit hat, solche Samen jetzt zu finden, es kann auch sein auf Parkplätzen, wenn kein Auto drüber gefahren ist, ist alles in Ordnung. Wie gesagt, Hainbuche und Ahorn findet man jetzt recht häufig. Esche, dort wo Eschen sind. Und Eschen sind gar nicht mehr so häufig. Und deswegen werde ich auch mehr von diesen sammeln. Ich weiß, einen Baum, der was noch richtig, richtig viel oben hat. So, das soll es auch schon gewesen sein. Und ich sage, viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr Interesse habt. Ist ein sehr spezielles Video, das weiß ich. Und ja, ich hoffe, dass ich einen Denkanstoß geliefert habe, dass man auch Wildbäume setzen kann und nicht nur immer Zierde und ja. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und tschüss und baba.